Was geht ab, my friends? Wir zocken wieder eine Runde War Thunder. Und wir sind unterwegs in einer realistischen Schlacht. Und dort hinten kommen irgendwelche fucking KI-Flugzeuge. Okay. Mal schauen, was so geht. Wir sind schon gestartet. Von daher, den Scheiß haben wir uns jetzt nicht angetan. Aber wo sind jetzt die ersten Gegner? Okay, dort ist jemand. Wir machen mal noch etwas höher. Die Jagd versucht uns zu unterfliegen. Ja, natürlich der Vorteil der P80, dass die von Anfang an eine gute Steigwerte hat, ne? Wir schwenken einfach mal auf den Dude ein. Auf die F84. So, Kollege, komm mal her. Alter, ist der schnell! Oh ja, dreh auf mich ein. Komm. Ich bin zu weit weg, um den Wichser anzugreifen. Na, dreh wieder ein. Schönes Ding. Kritisch getroffen. Haben wir. Schönes Ding. Aber wir haben nicht mehr viel Munition. Schuss. Ich bin ja noch bei der... Komm, ich lande nochmal. Ich muss erstmal nachladen. Ich habe zu viel Munition verbraucht. War schön abgefangen, aber natürlich zu viel Munition. Obwohl ich jetzt dort drüber fliege, 17 Kilometer weg. Hab nicht alles aufgemunitioniert. Macht's nicht den großen Sinn. Landen! Okay, das läuft. Bremst das Ding ab, Junge! Was macht der da drüben? Hallo? Ist das in das Bierfässer? Willst du saufen? Der will saufen. Das ist ein krasser Dude! Das läuft sich erstmal die Hucke zu. Junge, wir sind hier im Gefecht. Oh, weg ist er. Wo ist er denn hin? Alter! Boah, der erstmal bei die fucking Fässer, ey. Meine Fässer. Ja, er setzt Prioritäten. Er setzt Prioritäten. Ja, ich trinke auch erstmal was. So, weiter geht's. Starten. Mal schauen, ob wir noch jemanden vom Himmel holen können.
Die haben ja auch nur einen Flieger Ass, den Jelex, der hat zwei abgeschossen. Aber die haben Leute mit entschieden mehr Punkten. Als offenbar nehmen die hier. Oh ja, Bodenziele nimmt die entschieden mehr raus. Was ist denn los? Wir haben eine Basis von uns zerstört. Nein, Mama. So, weiter geht's. Wir sind aufmunitioniert und bereit für den Fight. Tja, auf die Bodenziele, ne? Könnte ich ja gehen, aber eigentlich will ich ja mehr Leute kaputt schlagen. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Flugzeuge. Die haben noch 6, also wir sind zumindest von den Flugzeugen her 1 im Vorteil. Hier drüben jemanden? Ne, die gehen auf Bodenziele. Also nur zwei ARs. Okay. Das ist denn ihr Job. Ein paar Höhenmeter machen. Tja, wo sind die Gegner? Ich sehe sie hier nicht. Ob ich jetzt Bock habe, jetzt wirklich so auf die Bodenziele zu gehen? Eigentlich nicht. Oh, noch 5 Gegner. Habe ich was verpasst? Egal. Komm, das kann doch nicht bei einem Kill bleiben hier. Dort vorne eine B-17. Oh shit, eine B-17. Naja. Die ist mit ihren vielen Kanonen natürlich ein echter Gegner, weil, naja, ne, die HE-162 ist schon etwas aus Pappe. Die ist im Original auch aus Holz gebaut, zumindest große Teile aus Holz da gebaut, deswegen, naja, mal kicken. Die AR, die fliegt zurück, holt sich neue Bomben. Die HE will vermutlich aufmunitionieren. Also ich will eigentlich nicht auf die B-17 gehen. Das ist eigentlich nicht mein Plan. Denn da kannst du ganz schnell alt aussehen. Wenn der richtig hochgetecht ist mit seinen Wurfschützen, dann... Ne? Ruckzuck hängt der Kiefer tiefer. Ah, ich werde von der Flak schon anvisiert. So, die landet wieder. Die hat ihre Bomben abgeworfen. Okay. Jack. Wer jagt denn hier wen? Vier Gegner noch. Also holen wir uns jetzt mal die Jack. Was? Easy peasy lemon squeezy. Ach, warum lasse ich mich auf diesen Scheiß ein? Fuck you, Jack. War nicht so geil. Aber naja. Ein Abschuss ist echt schlecht. Deswegen
haut rein. Wir schauen mal, dass es etwas besser wird. War jetzt nicht so cool, yo, aber bis zur nächsten Runde realistische Luftschlacht bei War Thunder. Haut rein, Leute.